Megacity Mumbai. Mehr als 20 Millionen Menschen leben und arbeiten in der Küstenmetropole. Es herrscht Platzmangel. Über die Hälfte der Einwohner lebt in Slums. Aber auch das gibt es in Mumbai. Ein unglaubliches Naturspektakel. 30.000 Flamingos kommen jedes Jahr im Oktober in den Thane Creek, die große Meeresbucht der Stadt. Der nördliche Teil der Bucht ist seit letztem Jahr Schutzgebiet. Hier gibt es dichte Mangrovenwälder. Der Meeresbiologe N. Vasudevan ist bei der Forstbehörde des Bundesstaats Maharashtra für deren Schutz zuständig. Wenn es im Frühjahr Fluten gibt, ist das ganze Gebiet von Salzwasser bedeckt. Unter diesen Bedingungen können andere Bäume und Pflanzen nicht überleben. Aber Mangroven haben spezielle Anpassungsmechanismen. Gäbe es sie hier nicht, die ganze Gegend wäre kahl. Die Flamingos finden in den Mangrovenwäldern reichlich Futter. Sie ernähren sich von Algen, die im Schlamm wachsen, und von Weichtieren und Krebsen. Aber es ist nicht alles paradiesisch in diesem Biotop inmitten von Mumbai. Vielerorts führen fehlende Sanitäranlagen und Toiletten dazu, dass Abwasser ungefiltert im Meer landet. Wie auch Plastik und anderer Müll. Das strapaziert die Mangroven, erstickt ihre Wurzeln. N. Vasudevan will alle Beteiligten an einen Tisch holen, um das zu ändern. In wenigen Jahren, da bin ich sicher, wird das anders laufen. Es muss eine Kläranlage her und nicht nur eine, sondern mehrere an den wichtigen Punkten. Außerdem führt die Forstbehörde lokale Mangrovenarten wieder ein, die von der Ausrottung bedroht waren. Und betreibt Aufklärung. An diesem Tag werfen Schüler zum ersten Mal einen Blick auf die exotischen Bewohner der Mangrovenwälder. Ich war wirklich überrascht, hier Flamingos zu sehen. Ich wusste gar nicht, dass es die in Indien gibt. Wirklich cool. Bald soll es im Schutzgebiet auch eine Ausstellung geben über die Bedeutung der Mangroven für die Zukunft Mumbais.